Ja, hallo Uhrenfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Uhrenvideo hier auf dem Kanal. Ist schon eine Weile her, als ich das letzte Mal eine Armatur in die Kamera gehalten habe. Das war dann, glaube ich, das Video über mein Fazit über die Casio, die bisher immer noch einwandfrei läuft und funktioniert. Und wer technikbegeistert ist und da was Hightech-mäßiges will, ne? Und eine Solarfunkuhr, ist mit dieser Marke und Modell immer noch bestens bedient. Inzwischen habe ich mir eine andere Armbanduhr gekauft, und zwar das totale Gegenstück. Sie sehen sich eigentlich ähnlich, das ist so genau mein Stil, wie ich es mag. Schwarz, Indizes, das war es eigentlich schon. Mehr braucht so eine Uhr für mich gar nicht haben. Hier natürlich Hightech, Solar, Funkmodul. Funktioniert weltweit das Teil, ne? Kleiner Bordcomputer, allen drum und dran, also kennt man ja eben, ne? Quarzwerk, hier das Gegenteil in die andere Richtung, vollmechanisches Uhrwerk mit Handaufzug, und trotzdem laufen beide Uhren super präzise. So, heute aber geht es um die Nomos Orion. Nomos als Marke an sich hat es mir angetan aufgrund ihrer dezenten Designs, dieses Bauhaus-Design der 30er Jahre in vielen Uhren und diese Schlichtheit, diese Schönheit, diese Eleganz, nicht großartig verzierte, verschnörkelte Uhren oder so Flieger-, Taucheruhren mit 1000 Anzeigen drin und beschriftete Lünetten und weiß der Geier was alles, ne? Einfach, schlicht, einfach, das wohl bekannteste Modell von Nomos ist wahrscheinlich die Tangente, ne? Damit ist die Firma groß geworden und irgendwann haben sie angefangen, nicht mehr ETA-Werke zu verbauen, sondern ihr eigenes Manufakturkaliber zu bauen. Und das war dann wirklich ein großer Fortschritt für diese Firma, als Manufakturhersteller da die nächste Stufe zu erreichen und aufzusteigen. Und auch hier in der Orion schlägt ein Herz, eben das Alpha-Kaliber. Das war das erste Manufakturkaliber, das dann Nomos hergestellt hat. Wenn man bei Nomos eine Uhr will, die nur Indizes hat, muss man entweder heute zur Zwich-Serie greifen, die preislich die Oberliga darstellt aus dem Hause Nomos, oder man kann auch noch zur Orion greifen. Sie wird nur aktuell im aktuellen Shop nicht mehr gelistet zum Verkaufen. Das ist so auf der normalen Homepage noch alles darüber zu erreichen. Aber ich bin mir da nicht mehr sicher, ob dann die Orion überhaupt noch gebaut wird. Sie wird auf jeden Fall nicht mehr im Shop von Nomos geführt. Aber der Gebrauchtmarkt gibt da ja einiges her. Auch diese Uhr habe ich, die habe ich gebraucht gekauft. Wenn es interessiert, bei der Firma Zeitauktion, sehr cooler Laden, liefert alle Informationen zur Uhr mit, die werden alle geprüft, bekommen Zertifikate, es wird sogar ein Drucktest durchgeführt, ob die Uhr auch wirklich dicht ist. Man bekommt die Originalpapiere zur Uhr mit, ne? Jede dieser Uhren bekommt so einen Ausweis, das ist wie so ein bisschen die Fahrzeugpapiere. Und das wird auch alles relevante Sachen werden abfotografiert, das heißt, man kann sich das alles vorab schon anschauen. Und ja, als ich dann noch gesehen habe, dass diese Uhr das erste Mal verkauft wurde an den Erstbesitzer, genau an meinem Geburtstag, habe ich gedacht, Mensch, das ist ein Zeichen, die muss ich kaufen, die kaufe ich mir zum Geburtstag. Die Uhr ist Baujahr 2008, hat also jetzt genau schon 8 Jahre auf dem Buckel, aber das ist für so ein mechanisches Manufaktur-Handaufzugskaliber nicht wirklich ein Alter, ne? Sie kommt mit einem schwarzen Nomos-Lederband, mit einem, da kennst du noch, sie haben hier noch Nomos drauf auf der Schließe. Das ist keine Uhr, die unten ein Glas hat, die hat noch einen Edelstahlboden. Es gibt natürlich auch schöne Uhren mit Saphirglasboden, in dem dann so ein Automatikwerk schlägt. Das ist dann ganz schön anzuschauen, aber ich habe die Uhr ja meistens am Handgelenk, da ist es nicht so schlimm, dass ich da unten nicht reinsehe. Die Gangdauer von diesem Alpha-Werk beträgt maximal 43 Stunden, aber ich habe mir angewohnt, einfach immer morgens nach dem Aufstehen die Uhr aufzuziehen und dann läuft die wieder wunderbar bis zum nächsten Tag. Geliefert wird sie noch durch die Firma Zeitauktion in dieser Schatulle. Und
mit den Originalpapieren. Ja, in dem Bereich mit den Manufaktur-Kaliber-Uhren, ne, da sind ja die Schweizer noch ganz starker. Es gibt auch inzwischen wieder ein paar deutsche Firmen wie Nomos, die auch nach der Wende wieder neu gegründet wurde. Hat eine ganz toll gestaltete Homepage, bei der ihr euch mal durchlesen müsst, wenn ihr Zeit und Lust dazu habt. Wirklich schön gestaltet mit vielen Informationen über die Firma an sich, Entstehungsgeschichte, ne, die dann wieder angefangen haben zu dritt in einem Wohnzimmer zu basteln und haben sich wie mit der Imbissbude um die Ecke eine Telefonnummer geteilt. Solche Geschichten, ne, daraus ist heute eine wunderbare kleine Uhrenmanufaktur entstanden, die so wunderschöne Uhren wie diese Orion bauen. Ja, preislich sieht es halt in dieser Geschichte ganz anders aus und da werde ich mich eigentlich auf gar keine Diskussion mehr einlassen. Wenn ich einfach nur die Uhr ablesen will, kann ich mir eine Casio für 10 Euro kaufen, aber hier ist es Schmuckstück, Liebhaberei, Begeisterung an der Technik. Ja, natürlich auch ein Stück weit Luxus. Und als Mensch, der aus einer alten Uhrengegend, aus einer Uhrenstadt kommt, in der die Uhrenindustrie den Grundstein gelegt hat für unsere heutige Industrie, ist natürlich früher oder später mal vorprogrammiert, dass man sich auch mal eine Manufakturuhr zulegt. Ein Automatik-Kaliber wäre noch schön gewesen, aber die kosten dann auch gleich nochmal Aufpreis und ja, Handaufzug. Schön klassisch. Preislich natürlich eine andere Liga. Hier werden wahrscheinlich viele zuschauen aus dem Bereich Taschenmesser. Da trifft sowas vielleicht schon mal ein bisschen auf Unverständnis, denn ich sag mal, naja, das sind halt zwei unterschiedliche, sehr unterschiedliche Preisbereiche, Anwendungsgebiete, Hobbybereiche, wie man das so nennen mag. Dort, wo vielleicht teuerste Titan-Framelock-Luxusfolder aufhören, da fangen gebrauchte Manufakturuhren gerade einmal an. Ne? Aber gut, dafür arbeitet man ja, um sich irgendwann auch mal etwas zu leisten, das einem einfach gefällt und am Herzen liegt. Und diese Nomos-Uhr ist wirklich ein feines Stück deutscher Uhrentradition. Also solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wer auf schlichte, einfache Uhren steht. Die haben wirklich wunderbare Uhren im Sortiment. Nun kann man natürlich auch immer wieder die ein oder andere ein bisschen günstiger gebraucht schießen. Wer sich für die ganze Technik noch von diesem Kaliber interessiert, ich kann mal auf die technischen Daten verlinken. Das werde ich hier alles nicht runterbeten. Erstens ist es langweilig, zweitens verstehe ich viel zu wenig davon. Mir geht es eigentlich immer nur um das Aussehen der Uhr. Sie muss mir unglaublich gut gefallen. Und ich finde es einfach faszinierend, diese kleinen Kunstwerke, diese Feinmechanik, was da die Uhrmacher immer wieder hinbekommen, dass solche Uhren so lange, so ganggenau laufen. Die läuft jetzt, seit ich sie habe, habe ich sie aufgezogen und eingestellt, seit dort habe ich sie nie wieder nachgestellt und sie läuft immer noch sekundensynchron mit meiner Casio Funkuhr und das finde ich einfach faszinierend an so einem kleinen Wunderwerk der Technik. Nomos ist auch gerade wieder ausgezeichnet worden. Die haben ein neues Automatikkaliber gebaut. Sind sogar von der New York Times ausgezeichnet worden als das wohl innovativste, beste Automatikkaliber, das gerade auf dem Weltmarkt zu kaufen ist. Das Teil hat nur eine Bauhöhe von 3,2 mm, glaube ich. Justiert sich, ist super ganggenau, chronometerfähig. Ich glaube, Laufzeit 80 Stunden, also unglaublich, was die Jungs da schaffen, hier in diese winzig kleinen Gehäuse einzubauen. Ja, einfach mal eine Kurzvorstellung meiner Nomos Orion. Wenn es interessiert, ich werde mal alle Links, die ich dazu finde, in die Videobeschreibung kopieren. Da kann man sich dann mal in Ruhe die Firma Nomos erforschen. Man kann da auch einen wunderbares Katalogsortiment kostenlos bestellen. Wirklich super schön designt und voller Informationen über die Uhrwerke, über die Firma. Wirklich tolles Beispiel für deutsche, innovative deutsche Uhrmacherkunst. Ja, wenn wir auf die Uhr schauen, ich quatsch schon wieder viel zu lange über ein Thema, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich finde sie einfach nur schön. Ich sage euch schon mal danke fürs Reinzeppen, bewerten, kommentieren.
Und wir sehen uns hier bald wieder beim Hillbilly auf dem Kanal zu einem neuen Video. Wahrscheinlich dann wieder aus dem Bereich Taschenmesser, weniger aus dem Bereich der Uhren, denn solche Sachen kauft man sich nicht alle Tage. Dafür sind die zu teuer, ne? Aber da kaufen wir uns halt lieber wieder ein Schweizer Taschenmesser. Das kann man sich dann gerade noch so leisten. Das sind zum Beispiel diese Kataloge, so ein ganzes Katalog-Package, das man sich kostenlos kommen lassen kann. Da wird jede Uhr vorgestellt und es ist eine wunderschöne Lektüre. Ich habe damit inzwischen schon Stunden verbracht, darin zu schauen. Ja genau, das ist hier dieses neue Neomatik-Automatikwerk. Das muss einfach der Hammer sein. Auch allein wie diese Arbeitsplätze in dieser Firma aufgebaut sind. Da haben sie auch ein Projekt gemacht mit einem Fotografen, der das von oben dokumentiert hat. Da könnt ihr auf der Webseite, ich muss mal schauen, ob ich den Link auch gleich finde, da kann man wirklich von oben reinzoomen und das ist so hochauflösend fotografiert. Das ist wie wenn der Fotograf an der Decke hängt. Ihr könnt reinzoomen, bis ihr auf den Uhren die Zifferblätter lesen könnt. Das ist wirklich fantastisch. Durchdesignt, sowas gefällt mir. Ich komme ja selber aus einer Firma, in der Design eine große Rolle spielt. Und das passt einfach perfekt. Hier, die ganzen Uhrwerke. Traumhafte Uhren. Und selbst wenn man sie sich nicht kauft, schaut euch mal die Kataloge durch. Das macht vielleicht Lust, mal eine Uhr aus von einem deutschen Manufakturhersteller zu kaufen. Und ich sag mal, 3, 4 gute Casios im Leben, das gibt auch ein Manufakturkaliber zusammen. Ich liebe diese schlichten, aufgeräumten Designs dieser Uhren. Das ist auch interessant, wie die hier diesen Shellack herstellen. Das ist ja eine ganz feine Drähte und das wird, glaube ich, aus der Lackschild losgewonnen. Das ist unglaublich. Wahnsinn. Ich glaube, ein ziemlich anstrengender Beruf für die Augen und die Feinmotorik, den ganzen Tag an so einem Mikroskop solche Uhren zu bauen und zusammenzubauen, zu arbeiten. Aber ich finde es faszinierend. Wir haben in Furtwang hier auch noch die berühmte Uhrmacherschule. Ja, und viele dieser Menschen, die diese wunderschönen Uhren bauen, haben vielleicht in Furtwang mal ihr Handwerk erlernt. Werde ich auch mal einen Link nach unten reinsetzen. Klasse Geschichte. Nomos Glashütte made in Germany. Sage ich euch, danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Und wir sehen uns hier bald wieder beim Hillbilly auf dem Kanal zu einem neuen Video. Und bis dahin immer schön Armbanduhr aufziehen. Okay Leute, ciao, macht's gut, bye bye.